Der Haarstatus bei besagten Personen hat sich stabilisiert und bei einigen sogar gebessert. Der natürliche 5-Alpha-Reduktase-Hemmer Sägepalmenextrakt wirkt ähnlich wie Finasterid, wird jedoch aus einer Pflanze hergestellt. Sie wird aus den Bergen der nordamerikanischen Zwergpalme gewonnen. Sägepalmenextrakt verhindert, dass das im Körper vorhandene Testosteron durch die 5-Alpha-Reduktase-Inhibition zu dem gefährlichen, nicht gefährlichen, zu dem für die Haarwurzeln gefährlichen Dehydrotestosteron konvertiert. Ich habe selbst Sägepalmenextrakt oder wie es auch genannt wird, Saw Palmetto, nicht genommen, da ich Finasterid eingenommen hatte. Aber ich habe Freunden, die unter Finasterid unter Nebenwirkungen standen, zu Sägepalmenextrakt geraten und habe auch während der Einnahme deren Status kritisch beobachtet und auch analytisch befragt. Ich musste sozusagen meine eigene kleine Studie anlegen, denn die Studienlage zu Sägepalmenextrakt ist für mich nicht eindeutig genug. Es ist aus den Studien nicht herauslesbar, ob da wirklich eine Wirkung vorhanden ist oder nicht. Der Haarstatus bei besagten Personen hat sich stabilisiert und bei einigen sogar gebessert. Aber ich habe ihnen nicht zu Sägepalmenextrakt only geraten, sondern sie haben es in Kombination mit Regain, Ketoconazol und einigen Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen. Dadurch bleibt die Studienlage leider immer noch unklar, da ich den Haarstatus der besagten Personen selbst im Sinne oder im Dienste der Wissenschaft nicht riskieren wollte. Bei allen konnte der Haarausfall gestoppt werden. Nun heißt es Tee trinken und abwarten, denn keiner von ihnen hat die 3-Jahres-Grenze überschritten. Denn bei mir und bei vielen anderen Personen hat Regain, das minoxidilhaltige Präparat, zu dem ich bereits ein Video unten in der Beschreibung verlinkt habe, bei mir aufgehört zu wirken. Ja. Und jetzt werden wir sehen, wenn jetzt bei diesen Herrschaften nach 3 Jahren da auch immer noch die Haare auf dem Kopf bleiben, ja, bei 1, 2, da würde ich sagen, okay, Regain wirkt bei denen weiter. Aber wenn bei allen die Haare auf dem Kopf bleiben, dann kann man eigentlich ziemlich eindeutig sagen, Sägepalmenextrakt hat einen signifikanten Einfluss auf den Haarausfall. Aber während der ganzen Prozedur habe ich noch etwas anderes ausprobiert, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Und zwar geht es darum, ich habe einigen Personen von dem BHD-senkenden Effekt von Sägepalmenextrakt erzählt und den damit verbundenen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Erektionsprobleme. Und diese Personen litten auch unter Nebenwirkungen und haben mir auch davon berichtet. Und den Personen, denen ich nicht davon erzählt habe, das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, haben gar keine Nebenwirkungen gespürt. Ja, und dazu werde ich nächste Woche nochmal ein Video machen. Dieser Effekt nennt sich Placebo-Nocebo in diesem Fall sogar. Aber darüber reden wir dann nächste Woche nochmal mit einer interessanten Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Es ist wirklich passiert, deswegen hier unten auf den roten Abonnieren-Button klicken und dann auch nächste Woche das Video nicht verpassen. Falls du Erfahrungen hast mit Sägepalmenextrakt only, würde ich dich bitten, das hier unten in die Kommentare reinzuschreiben oder mir eine E-Mail zu schreiben. Meine E-Mail-Adresse werde ich auch hier unten in der Beschreibung verlinken. Dann werde ich das Thema nochmal aufgreifen und updaten, denn wie gesagt, wir sind hier eine Community, wir müssen ein bisschen zusammenhalten und jetzt ist nach einer Sägepalmenextrakt-Only-Erfahrung gefragt. Also Jungs, wer was darüber weiß, bitte raushauen. Meine Lieben, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.